zu. Sag ich mal, Prost, Dennis. Prost, Horst. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 318. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Es ist ausnahmsweise Montag und nicht Dienstag. Heute ist der 25.09.2017. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur von Jörg, und mit Unterstützung unserer Patreonen und Flatterer und Hörer, die uns auch Feedback senden. Okay, vielen Dank denen, an die zuhören. Überhaupt, ja. Ja, ja, genau. Und Feedback an. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Und da fällt mir ein, ich habe ein Feedback bekommen, das ich auch verlesen sollte, aber das habe ich jetzt wieder prompt versemmelt, weil das war vor meinem Urlaub. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, das an nächste Woche nachzutragen. Aber ich kann nur so viel sagen, also das Feedback hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das war ein sehr nettes Feedback. Jo, ja, tja, dann lange nicht mehr gesehen. Stimmt, genau. Und ja, ab jetzt soll es aber wieder wöchentlich weitergehen. Ja. Die Zeit der totalen Verhorstung ist geendet. Ja, mein Lebenswandel ist wieder regelmäßiger. Was tut sich, Dennis? Kann ich das fragen kurz, wie fühlst du dich? Es waren gerade Bundestagswahlen in Deutschland. Mal deinen Totenkopf auf die Shownotes. Lass uns über etwas anderes reden. Ja, ich weiß nicht. Also okay. Deutsche... So langsam beginne ich so einen Hass zu entwickeln. Also auf Politik. Also in Deutschland würde man ja eigentlich Hass mit der AfD und Hasskommentaren verbinden. Ich habe einen Hass auf Hasskommentare und AfD und CDU und CSU und eigentlich inzwischen allen Parteien. Okay. Außer die man könnte sagen, und die Österreicher, ne? Die gehen alle am Arsch vorbei. Ja, der Unterschied ist, am Arsch vorbeigehen heißt, es ist mir scheißegal. Ach so, es ist eigentlich zu wichtig, als dass es mir scheißegal sein könnte. Dein Herz schmerzt. Ja, es ist einfach nur... Kannst du erklären, wie hat das funktioniert mit deiner Wahl? Du bist ja in Österreich gewesen am Sonntag bei der Wahl. Hast du da im Voraus schon per Briefwahl gewählt oder hast du auf ein Konsulat müssen? Ich habe nicht gewählt, nein. Dennis, ich bin enttäuscht. Wie kannst du nicht wählen und dann noch motzen auch noch? Wie das geht, das ist ganz einfach. Ja, wie verbindest du das mit deinem demokratischen Gewissen und mit deinem patriotischen Pflichtbewusstsein? Also, es heißt ja immer so schön, wer nicht wählen geht, wählt die Gegenpartei. Beziehungsweise die Parteien, die man nicht wählen möchte. Da tust du einfach nur der Demokratie an sich eine Absage geben und das auch. Und sagst, die Partei, die die meisten Stimmen kriegt, das ist schon okay. Du willst eigentlich die Mehrheitspartei dadurch, dass du nicht wählen gehst. Ja, aber welche Partei soll ich wählen, wenn ich keine dieser Parteien wähle? Dann wählt man ungültig, um als Demokrat zu zeigen, dass man sehr wohl an Demokratie interessiert ist, auch sehr wohl an der Wahlbeteiligung interessiert ist, aber halt mit dem derzeitigen Angebot nichts anfangen kann. Okay, ja, das ist eine Sache, die man machen kann. Ja. Würde ich auch jedem empfehlen, aber wenn einem so viele Steine in den Weg gelegt werden... Okay, hast du dich bemüht darum... Als Auslandsdeutscher wählen, was müsstest muss du da man machen? Ziemlich viel Bürokratie über sich gehen lassen. Man muss sich zum einen das Wählerverzeichnis, glaube ich, heißt das, eintragen lassen. Das heißt, man muss zum Dings gehen. Einwohnermeldeamt? Nee, das ist... Bezirkshauptmannschaft? Nein. Wie heißt das bei Kreisamt? Botschaft. Zur Botschaft. Naja. Und die ist aber in Wien, also das wäre jetzt technisch machbar gewesen, dass du mit deinem Liegerad kurz beim Konsulat oder bei der Botschaft vorbeifährst. Und dann, was jetzt noch machen müssen? Ja, das ist schon eigentlich ziemlich viel, was man machen muss. Alter, das war eine Stunde Arbeit und das war es dann nicht wert. Nein, das ist nicht, das sind mehrere Stunden. Hättest du da Schlange stehen müssen. Viele Formulare ausfüllen und dann wird man eingetragen und dann anschließend bekommt man dann... Post, da ist dann sozusagen wie bei der Briefwahl. Also sind dann zwei Kuverts drin, oder? Also ist dann ein Kuvert mit deiner Stimme und das noch einmal in einem Kuvert, oder wie wird das technisch gehandhabt? Ich habe noch nie Briefwahl gemacht. Hast du überhaupt einmal gewählt? Ja, habe ich. Ja, früher, aber in Deutschland. In Deutschland, aber du hast nie im Ausland gewählt, sozusagen?
Nein, seit ich im Ausland wohne, nicht, weil es kann mir inzwischen wirklich wurscht sein. Also, ist dir nicht wurscht, wie du ja vorher gesagt hast, schmerzt dir dein Herz? Ja, das Problem ist nur, wenn müsste ich hingehen und selber mich zur Wahl aufstellen. Wer macht das? Dann, ich muss erstmal eine Partei und genug Stimmen zusammenbekommen. Ich meine, der Unterschied zwischen ungültig wählen und die dich selber wählen und hoffen, dass andere das auch tun, ist jetzt nicht so groß. Ne? Also dann kannst du einfach im Internet eine Kampagne lostreten auf Wählt Dennis, ne? Weil die Stimme wäre dann automatisch ungültig. Ich muss dafür in Deutschland wohnen. Nein, du kannst ja sagen, als ungültige Stimme. Und die werden ja dann auch ausgewertet. Ne? Ja, das schon, aber der Unterschied zwischen ungültiger Stimme und nicht wählen gehen ist nicht mehr so groß. Na, das versuche ich da vorzugreifen. Das Problem diskutiere ich auch mit anderen Freunden von mir. Ich finde das sehr entscheidend. Ne? Wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich definitiv einfach ungültig wählen. So ist aber der Aufwand schon sehr groß. Und es ist fürchterlich. Und ganz ehrlich, was das anbelangt, bin ich mit dem Ergebnis nicht so unzufrieden. Ich bin, wenn die AfD nicht wäre, okay, das wäre viel besser, aber so, na gut, okay. Also CDU und SPD, CSU, CDU und SPD sind weit nach unten. Abgewatscht wurden. Ja, das ist positiv. Dass die AfD dafür ziemlich viel gewonnen hat, ist natürlich negativ. Tja. Aber ganz ehrlich, ich hätte jede Partei wählen können. Ich wäre mit jeder Partei gleich unzufrieden gewesen. Tja, jetzt hättest du deine eigene gründest. Ja, aber ich ziehe nicht mehr zurück nach Deutschland, also ist für mich ziemlich uninteressant. Direkt als Hinweis, wir haben noch nicht die Themen verlesen. Haben wir Themen? Ja, haben wir im Prinzip. Moment. Zeitstempel. 7.00. Dennis schreibt heldenhaft den Zeitstempel mit, auf dass ich vernünftige Shownotes machen werde. Öffentlich. Zum einen, Politik ist ein großes Thema heute. Die deutsche Politik haben wir jetzt schon angerissen. Die österreichische Politik kommt nachher mit Karl. Er wird über die österreichische Politik reden. Er hat schon mir ein paar Teaser gegeben, unter anderem, was sagen die Parteien zu Open Source? Okay, ja, sehr interessant. Da hat er sich extra informiert dagegen. Wahnsinn, wir haben vorbereiteten Content. Das ist ja, sehr, sehr vorbildlich. Das ist, vorbildhaft. Ich bin im falschen Podcast, ja. Und ich werde über Schöner Leben, also Filme und Serien reden. Unter anderem über Die 12 Geschworenen, einen Film, den ich wahrscheinlich schon genannt habe, Before the Devil Knows You're Dead. Und über ein paar Serien von Marvel. Ich habe sie nämlich jetzt alle durch. Hast du deinen Comic-Junk? Ja, ich war krank. Deine Sucht hattest du Zeit. Sehr gut, sehr gut. Das ist bei mir das Schöner Leben. Und ein paar Themen habe ich ja erstmal gestrichen, weil ich noch nicht so gut vorbereitet bin. Ah. Ja, dann kann ich Themen beisteuern. Ich habe von meinen Schülern erfahren, dass Rick und Morty eine dritte Staffel hat. Ja, dann heute kann ich auch reden, wenn du möchtest. Heute habe ich angefangen, mir die reinzuziehen. Jawohl. Ich bin schon fertig. Können wir ein bisschen abnörden über Rick und Morty Season 3. Und sonst habe ich mir eine Woche Urlaub in Griechenland gegönnt und kann darüber berichten. Griechenland im Herbst fast schon. Genau, im Herbst. Ja, okay, direkt aufgeschrieben. Ja, warten wir noch 7, 6. Okay, dass du eine schönere Zeitstempel hast. Genau, richtig. Dann fang mal an mit Griechenland. Also nach Störgeräuschen haben wir jetzt ein neues Thema, Füllgeräusche. Weil wir wollen nur schöne Zeitstempel. Mit geraden Zahlen. Ja, was in Griechenland? Ja, also um die ganze Geschichte zu erzählen. Wenn man auf die Shownotes schaut, beziehungsweise auf meinen Facebook- oder Flickr-Account, ist dort ein Fotoalbum verlinkt. Und da haben die Fotos sogar kleine Beschriftungen. Aber jetzt erzähle ich die volle Story, weil, wie soll ich sagen, das Podcast-Publikum kenne ich doch besser, als wenn ich meine Sachen da direkt posten würde. Also die das jetzt anhören, kriegen die volle Wahrheit und die volle Version und nicht nur die zensierte.
Sachen, die auf Fotos stehen. Gibt es die Fotos, aber wenn man jetzt nicht den Podcast dazu hört, versteht man nicht den vollen Kontext. Ah, die zensiert. Ja, genau. Das ist das voll inzensiert. Wieder mal Peinlichkeiten aus Horsts Intimleben. Volle Breite, ja. Also volle Background-Information. Also ich bin jetzt seit einem Jahr Single und zu Weihnachten letztes Jahr habe ich eine, oder war das heuer zu Weihnachten? Ja genau, 2016 gewesen sein. Heuer ist erst Weihnachten. Genau. Fast jetzt ein Jahr bist du Single, ja? Ich kann mich noch erinnern. Ja, nein, ich überlege, ob das zu Weihnachten war oder ob es... Ich glaube, es war zu Weihnachten, ja. Im Herbst. Nein, nicht, dass ich da Single war, sondern habe ich eine Couchsurferin in Wien spazieren geführt aus Brasilien. Also sie hat nicht bei mir gecouchsurft, sondern nur geschrieben, ob jemand Zeit für sie hat, ihr die Stadt zu zeigen. Nicht, wie ich bin, zeige ich ihr natürlich die Stadt. Genau. Na, und dann hat die irgendwie in Irland gearbeitet und ich habe eigentlich lose vorgehabt, in Irland auch eine Woche zu arbeiten und haben uns ausgemacht, da treffen wir uns dann, aber das ist irgendwie nie dazu gekommen. Und dann, das war so vor 2 Wochen, hat sie geschrieben, ja, sie fährt jetzt nach Griechenland auf Urlaub. Ne? Und ich habe so spontan geschrieben, ah, ich will mit. Ne? Und sie hat spontan geschrieben, na, fahr doch mit. Und ich so, ah, okay. Und habe also mein Business für eine Woche eingefroren. Lauter weinende Kinder sind vor meiner Bürotüre gestanden, wollten Computerkurs, aber nein, Horst macht Urlaub. Und ja, bin also nach Griechenland runtergefahren und dann hat sie geschrieben, ja, sie hat dort Couchsurfing-Host schon, also dass sie gratis wohnen kann. Ne? Und dann habe ich natürlich gecheckt, dass das nicht so lustig wird, weil ich hoste ja selber genug Couchsurfer, also ich weiß, dass meistens der Host dann am Abend mit denen was machen will. Mhm. Dann habe ich geschrieben, ja, du, das wird aber nicht so lustig. Ich fahre nicht runter, dass du dann die Zeit bei dem Host bist. Ich möchte ja mit ihr selber weggehen und so. Ne? Und sie schreibt dann die super klugen Vorschlag, ja, wir könnten ja zusammen ein Quartier suchen. Ich, wow, brilliant idea. Ne? Und fahre fröhlich runter, was passiert? Ich fahre also früher runter, liege im Hotel, sie kommt am nächsten Tag im Flughafen an, ich habe ausgemacht, dass ich sie abhole, ne? Und sie schreibt mir sozusagen die Nacht vor, ja, und sie hat ich habe gesagt, ich habe nur eine Woche Zeit oder 10 Tage, für diese Zeit hat sie jetzt schon Couchsurfer gefunden. Und ich habe mir gedacht, wie sehr kann man daneben kommunizieren, aber ja, haben wir gedacht, gut. Ist jetzt auch wurscht, ich bin jetzt nicht nur wegen der Frau da, ich wollte einfach eine Woche Urlaub haben und sie war eigentlich der Vorwand, dass ich überhaupt auf Urlaub fahre. Ja. Sonst wäre ich zu Hause geguckt und hätte weitergearbeitet und irgendwann hätte ich dann gedacht, wozu arbeite ich die ganze Zeit. Na, aber haben wir gedacht, das fängt schon mal blöd an. Ne? Und dann habe ich es am nächsten Tag abgeholt. Ich habe inzwischen über Airbnb einen Room gesucht, der war recht günstig. Recht cool, ich habe ein 3-Bett-Zimmer gekriegt für 25 Euro die Nacht. Also hätte ich noch 2 Kumpels mitgehabt, wäre das ein echt günstiger Urlaub gewesen. Ne? Hole ich am nächsten Tag vom Flughafen ab und helfe ihr, ihren Couchsurfing-Host zu finden. Ne? Das war auch der einzige Typ, das war auf Zakynthos, eine Insel in Griechenland an der Westküste, unterhalb von Korfu, also was da Richtung Italien rüber geht schon. Und naja, die Insel ist recht schön und das einzige Problem, es gibt dort, glaube ich, 3 Typen, die Couchsurfing betreiben und einer, der es auch ernsthaft betreibt und das ist ein Wirt, das ist ein cooler Typ. Und der hat natürlich sie gehostet und nicht mich. Ne? Dann bringe ich sie also dahin und wir reden so. Und dann habe ich dann gesagt, ja, also ich möchte eigentlich morgen mit ihr dann die Insel erkunden und so, ob das eh okay ist für ihn, weil sie ist ja jetzt sein Gast. Ne? Und er, ich zitiere jetzt, wir haben Englisch geredet, ja? Er schaut mich halt so sehr macho-mäßig an und sagt, for all I care, you can go out with my sister, she works in the kitchen. Und das war wirklich so, er war nämlich nicht nur der Restaurantbesitzer, sondern hat auch seine Familienmitglieder als Küchengehilfen angestellt. Ja. Also er hat das klar gemacht, dass ihm das ziemlich wurscht ist. Das habe ich dann irgendwie sehr cool gefunden und bin dann wirklich auch tagsüber immer mit dem Mädchen ausgegangen. Ne. Habe sie dann todmüde am Abend abgeliefert in ihrem Restaurant. Sie hat dort ein bisschen pennen können, weil er hat bis Mitternacht gearbeitet und dann wollte er ausgehen. Also sie war dann nach 4 Tagen ziemlich kaputt. Ja, und dann haben wir halt Zakynthos angeschaut und vor allem für mich war das ein recht kleiner Urlaub, weil ich habe recht nett gewohnt an gleich bei meinem Quartier war es eine Strandbar, Rezos Strandbar in Agassi und das war einfach cool, da waren so Wellen und eine Strandbar, wo halt ein netter Typ kommt und fragt, ob man was kaufen will oder ob man einfach nur so herumsitzen will. Und man schaut die ganze Zeit aufs Meer und hat perfekten WLAN-Anschluss. Das heißt, ich habe mit meinem Handy herumgespielt, auf die
sondern auf die Wellen geschaut, auf die Stadt geschaut und wenn man sehr fad war, bin ich ein bisschen schwimmen gegangen. Dabei brauchst du ja inzwischen kein WLAN mehr. Du kannst ja im Ausland für denselben Preis wie im Inland. Ja, habe ich mir gedacht, aber mit meinem 3-Vertrag hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe dort keinen kompatiblen Carrier gekriegt, nein. Also mein Phone war dort ohne WLAN wertlos. Und ich habe mir dann aber um 10 Euro so eine Prepaid Vodafone griechische SIM-Karte gekauft. Jetzt habe ich 2 SIM-Karten, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht, hat recht gut funktioniert. Ja. Dadurch hatte ich dann ein bisschen mehr Zugriff. Ja, und und das Coole war eigentlich, dass der Wirt, das Restaurant ist Malagos, ich werde es verlinken, ist ein sehr, sehr guter Wirt, kocht so ganz Bio und so. Der hat dann halt auch gute Tipps gegeben, was man auf der Insel machen soll. Und der hat gesagt, borgt sich so ein Quad aus, das ist so ein Motorrad mit 4 Rädern und gleich ein stärkeres, weil die Insel ist gebirgig und hat halt genau so sozusagen uns Touren gesagt, wo wir hinfahren sollen und welches Restaurant und so. Das haben wir dann auch brav gemacht. Und ja, da bin ich 2 Tage mit einem Quad herumgedröhnt. Okay, also 2 Tage nacheinander. 2 Tage nacheinander. Das und nicht, aber mit der Unterbrechung halt im, du hast wieder... Ja, abends habe ich die Brasilianerin wieder zurück zum Schlafen gebracht in ihr Hotel. Also nicht und gezeltet oder sowas? Nein, das nicht. Ja, ich habe ja auch meinen Rum gehabt, dass ich wollte gut schlafen. Aber es war schon gut, dass man sich das 2 Tage am Stück ausborgt, weil du kannst am zweiten Tag gleich in der Früh losdüsen. Und weil die Insel ist zwar nicht sehr groß, also ich glaube nur 60 mal 20 Kilometer, aber weil halt die Straßen so gebirgig sind, brauchst du auch recht lang, bist von einem Ort zum anderen. Das heißt, haust auf dem Quad. Haust auf dem Quad, gibt es auch schöne Internetfotos und sogar ein Video, ja. Und mit hübscher Frau hinten drauf am Quad, also es hat eigentlich alles gepasst. Und dann haben wir uns da, also die Insel ist berühmt für den Schildkrötenbeach in der Früh, da tut die Karettschildkröte nisten und es ist so geschützt und man kann halt dort Schildkröten beobachten. Und sonst gibt es sehr viele verschiedene Strände halt, wo man mit Auto hinfahren kann. Öffentlicher Verkehr ist nicht ganz so gut. Es gibt einen Bus, aber der ist nicht so besonders. Und ja, aber es ist eigentlich wurscht, wo man hingeht. Es gibt überall super schöne Strände. Und in der Mitte ist halt sehr gebirgig, waldig und Olivenbäume gibt es sehr viele. Also die machen viele Oliven. Und im Süden der Insel gibt es eine Touristenattraktion, also 2 eigentlich, und da gibt es so Buchten, die man nur mit einem Schiff erreicht, weil die sind so von Steilküsten umgeben, dass du nicht vom Land hinkommst. Ja. Das eine sind die Blue Caves, also das sind lauter so Höhlen, wo man mit einem Boot auch hineinfahren kann und da dann zum Teil Unterwasserlöcher sind, wo das Sonnenlicht unter Wasser durch reinkommt. Also in der Decke sind... Die Decke ist eine komplette Höhle. Ja. Und die Höhle ist voll mit Wasser, aber unter Wasser sind ein paar Öffnungen zum offenen Meer draußen. Zusätzlich zu der Hauptöffnung, wo du reinfährst. Okay, das heißt, das ist ein löchrige Wand praktisch. Und das heißt, unter Wasser kommt ein bisschen Sonnenlicht dann rein und gibt dann so einen ganz tollen Lichteffekt. Ja. Und das Wasser ist halt überall kristallklar. Du kannst von diesen, das sind so kleine Touristenboote halt, wo du ein bisschen was zahlst, dann fährt dich der Fischer dorthin, haben wir uns wir waren glaube ich 10 Leute in so einem kleinen Boot und das wäre so sehr super. Wir sind dann in diesen Höhlen zum Teil getaucht. Der hat dann genau gewusst, wo viele Fische sind. Da sind wir vom Boot flupp ins Wasser gesprungen und ich habe dann den anderen Touristen... War so den Mund offen zu halten und so schon ein bisschen satt. Na, fast. Also er hat dann so Brotstückchen oder sowas ins Meer geworfen und vorher hat es schon gewimmelt von Fischen und nachher, wie ich habe dann sogar auch ein Brot in der Hand gehabt und die haben mir das Fass aus der Hand gefressen, die Fische. Also das war gut. Ich bin in Fischen herumgeschwommen. Ja. Und ich habe so eine Taucherbrille, also das, was man eine Schwimmbrille gehabt. Und die habe ich dann ein paar anderen Touristen noch geborgt, dass die das halt auch sehen können. Also es war ein sehr nettes Erlebnis. Und die zweite Superattraktion dort ist das Shipwreck. Und das Shipwreck ist ein gestrandetes Frachtschiff von irgendwelchen Schmugglern. Und die haben das wörtlich in den Sand gesetzt in den 60er Jahren oder so. Und seitdem rostet das herum auf so einem Beach. Mhm. Und dieser Beach ist nur vom Meer aus erreichbar. Der ist umgeben von Steilküsten. Und das Lustige ist... Das ist so populär, weil das ist halt die Hauptattraktion dort, dass da lauter Ausflugsboote mit Touristen hinfahren und das ist eine recht starke Brandung. Ja? Und man fährt da wirklich mit dem Ausflugboot bis an den Kiesstrand und dort wirst du so Normandie-mäßig gehst an Land, ja? Rufst so in den Wellen auf den Kies, schaust da dann halt das Schiff an und da wimmelt es von Menschen um die Mittagszeit herum, weil alle Schiffe dann genau dort ankommen. Und der Küstenstreifen ist relativ schmal, das heißt die ganzen Ausflugboote fahren hin, laden die ganzen Touristen aus, ja, verziehen sich wieder aufs Meer, warten dort eine halbe Stunde, fahren dann wieder zu dem Strand, hupen, ja, und dann müssen die richtigen Touristen aufs richtige Boot und dann wird wieder nach Hause gefahren. Und du
gehst halt auf dem Strand herum und schaust dir das Schiff an. Und ich bin dann auch dort geschwommen, die Strömung ist extrem stark dort. Ja. Man kann dann auch so in so eine Höhle reinschwimmen und extrem klares Wasser. Und ja, es ist halt ein Erlebnis. Ja. Und das Coole war, dass viele Touristen wollten dann so Selfie-Fotos machen in der Brandung. Mhm. Und die ist aber so stark. Da habe ich einige Pärchen gesehen, die hat es dann so purzelbaummäßig wieder den Strand hinaufgespült, weil die einfach nicht die Kraft gehabt haben, die Wellen auszuhalten. Und auch wie ich vom Schwimmen dann wieder ans Land bin ich wirklich auf allen Vieren an Land gekrochen. Ich konnte es nicht aufrecht stehen. Also es war so Kiesstrand und die Strömung und die Wellen waren so stark, dass das sofort wieder hingedroschen wurdest. Aber ein cooles Erlebnis halt. Sind die Touristen auch nicht nur von der Insel, sondern von anderen Inseln dahin gefahren? Das habe ich nicht beurteilen können. Also, möglicherweise, dass manche Leute einen Tagesausflug machen, das wird sich schon ausgehen. Also das ist eine recht touristische Insel? Ja, also die leben, war Mitte September, war noch immer Hauptsaison. Also die war voll. Sie haben gesagt, im September sind nicht so die Massentouristen, sondern mehr so die ein bisschen gern günstig fliegen und dafür halt mehr Geld ausgeben dort. Aber es war immer noch voll, also da war kein Lokal zugesperrt oder so. Und ja, und dann nachdem wir uns also mit dem Ausflugsschiff das angeschaut haben, sind wir noch mit dem Quad weiter auf die Berge hinaufgefahren und haben uns diesen Shipwreck dann nochmal von oben angeschaut. Mhm. Also von den Cliffs kannst du dann so runter fotografieren. Sieht man alles schön in dem Flickr-Album, das ich gemacht habe. Und dann sind wir durch die Insel halt auf so Bergstraßen wieder nach Hause gedüst mit dem Quad. Und ich muss sagen, so umweltverbessend das ist, aber es ist eh wurscht, weil ich hingeflogen bin. Also ist eh schon umweltmäßig. Was ist das denn für eine alles schon. Ja, also ist Quadfahren auch schon wurscht. Ne? Aber es macht schon Spaß, das Quadfahren. Also das ist ein Motorrad mit 4 Rädern. Dadurch kannst du es mit einem B-Führerschein benutzen. Und ja, du kriegst halt viel mit von der Insel. Ne? Also mehr als wenn du in einem Auto sitzt. Weil es halt den Fahrtwind und fährst durch die ganzen Wälder. Und ja, und es macht auch Spaß, weil du halt auf diesen Bergstraßen herumkommst. Ja, mein Bruder und mein Vater sind auch mit Quad gefahren und hatten jede Menge Spaß dabei. Es ist ja durchaus möglich, damit nach hinten zu kippen, wenn man nicht aufpasst. Ja, vor allem, wenn du hinten diesen Koffer vollladest, der hinten drauf ist. Aber sonst, war ein nettes Erlebnis. Was habe ich sonst gemacht? Wir sind ziemlich viel Essen eingeladen worden von dem Restaurantbesitzer. Der hat gesagt, ich habe nie zahlen dürfen, da haben wir schon urgeniert. Ne? Ich habe gesagt, ja, bitte, kann ich zahlen? Und so. Und er, no, you're a friend of my guest. Und ja, mit dem habe ich dann sehr viel getratscht, auch über so Business-Philosophie und über Massentourismus. Er hat zum Beispiel erzählt, dass in Zykantos, ich glaube, britische Reiseveranstalter tun dir für 160 Euro einen All-Inclusive-Urlaub anbieten. Aber ohne Flug? Alles dabei. Also auch der Flug? Ja, von England oder sind irgendwelche Massen-Dings, ja, also die chartern das halt billig an Maschine. Okay, und eine Woche dann? Ja, und er hat gesagt, was kannst du ausrechnen, wenn 160 Euro kostet der Flug, 60 Euro, ne? Das heißt für 100 Euro haben die dann Leute im Hotel und haben alle inklusiv. Und er hat gesagt, diese Leute, die verlassen das Hotel auch nicht. Der ist eine Woche da und frisst sich nur im Hotel voll, weil das sind Leute, die halt eisern sparen wollen, die wollen nicht irgendwo anders sind. Und er hat dann gesagt, wenn du jetzt 100 Euro hast, für eine Woche jemanden zu verköstigen, kannst du ausrechnen, A, was die Qualität vom Essen ist, weil der muss ja noch Miete zahlen und Personal. Und B, hat er gesagt, wenn da jetzt diese ganze Flugzeugladung im Hotel ist, eine Woche lang im Pool, kannst du ausrechnen, aus wie viel Prozent Urin das im Pool schon besteht. Ne? Weil die gehen auch nicht am Strand. Die. Mhm. Ja, es war halt sein Dings. Und also er hat halt, seine Philosophie war halt, dass er ein Qualitätsrestaurant betreibt und auch er lebt mehr von den Einheimischen als von den Touristen. Ach so. Und das Lustige war, ich habe dann gefragt, Jan, was ist? Also er hat auch seine Philosophie, dass er erst dann in der Früh fahrt am Markt, am Fischmarkt und dann schaut er, was es gibt und das tut er dann auf die Speisekarte. Und hat meistens so 3 Gerichte und die kannst du halt aussuchen. Ne? Aber ich habe gesagt, ja, was machst du, wenn da jetzt Touristen kommen und sagen, sie wollen einen Moussaka, weil sie sind in Griechenland, dann sagt er, die schick daheim. Hätte ich halt gern gesehen, dass so typische Touristen mit Hawaii-Hemd und Fotoapparat enttäuscht von ihm abziehen, aber ja, er hat halt eine nette Philosophie gehabt und auf Bio-Essen. Also das hat mir sehr imponiert. Ja, und dann waren die 4 Tage eh ziemlich schnell vorbei. Ich hab so nette Leute kennengelernt und wie gesagt, bin sehr oft eingeladen worden, nicht nur von dem Restaurant, sondern auch von anderen Touristen. Viele Briten waren dort. Mhm. Karl und Renate, die ja auch nachher kommen, die waren auch in Griechenland. Oh, das wollte ich nachher reden. Ich glaube, dieses Jahr war das. Das ist noch nicht so lange her, ja? Naja, und dann war Schedul, dass ich mit der Brasilianerin nach Athen fahre für 4 Tage, also bis morgen eigentlich, bis Dienstag. Ja.
Und sie hat in Athen schon Couchsurfing gehabt. Mhm. Und ich habe halt in den letzten 2 Tage versucht, Couchsurfing-Host zu finden in Athen, ja, weil ich mir gedacht, haha, ich habe jetzt so 50 gute Bewertungen, weil ich so viele selber aufgenommen habe, im Winter werde ich sofort eine kriegen. Und es ist halt ein Unterschied, ob du eine alleinreisende, hübsche Frau bist, die ein Quartier sucht von Wohnungsbesitzern, die meistens männlich sind, oder ob du ein alleinreisender Mann bist. Ja. Also ich habe mir wesentlich schwerer getan und habe fast 40 oder 50 Requests schreiben müssen, bis mich dann einer akzeptiert hat. Und der hat dann aber auch gesagt, er kann mich 4 Tage hosten, kein Problem, ja, war voll nett. Ja. Und zur selben Zeit habe ich aber ein BlaBlaCar entdeckt. Das ist ein, also man muss Mitfahrzentrale. Sagen, ein Mitfahrzentrale, ja. Und das war extrem günstig. Und ich habe deshalb am Dienstag den Rückflug gebucht, weil der am Wochenende zu teuer gewesen wäre. Aber es war eigentlich nicht meine Intuition, länger als eine Woche vorzubleiben. Also auch, weil ich diverse Arbeiten in Wien natürlich liegen habe lassen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, na, soll ich jetzt dann noch 4 Tage in Athen weiterfeiern oder soll ich dieses Mitfahrangebot nehmen? Und ich habe mich dann für das Mitfahrgelegenheit entschieden, habe also den Athener Host geschrieben, ja, also er kann mich gerne in Wien besuchen und so, bla bla, aber ich habe Umschuld und die Brasilianerin habe ich in Athen stehen lassen. Weil ich habe sie 4 Tage volle Wäsche gehabt und das Bedürfnis war jetzt nicht so groß und sie war, glaube ich, auch nicht so super traurig. Aber wer weiß, vielleicht hat sie sich noch nicht geäußert. Naja, und ich, das war dann alles mit Telefon und mit der griechischen Wertkarte, war echt cool. Auf jeden Fall hat der BlaBlaCar-Typ, das war aus Graz, also der Driver, der war gar nicht in Athen, sondern in Eubea, das ist eine riesige Insel nördlich von Athen. Das heißt, ich habe mit dem Bus dorthin fahren müssen und er hat aber mir organisiert eine andere Passagierin von ihm, dass wir zusammen dorthin fahren. Das haben wir uns dann so auf WhatsApp so eine Gruppe gemacht. Mhm. Das haben wir auch geschafft. Sind wir mit dem Bus da, haben uns getroffen, gemeinsam dorthin gefahren. Da musste auch mit seiner kleinen Fähre dann von Attika, glaube ich, nach Eubea rüber. Mhm. Und ja, da holt uns der Typ ab und das Auto, also er ist ein Hippie, so mit langen Haaren aus Prag. Und das Auto war vollgestopft mit Gitarren und Lebensmittelkisten und Klangschalen und Hippie-Zeugs. Ne? Und er hat gesagt, ja, er fährt jetzt nochmal wohin und wir fahren da so. Und er kommt in ein Hippie-Dorf an und da laufen lauter Hippies herum. Lauter Mädchen mit so urlangen Haaren und Bikini und so Typen, die in der Hängematte herumgammeln und mit dem Smartphone spielen. Und das ist so eine Art Bauernhof und die haben da so eine Art Landwirtschaftskommunen-Hippie-Ökodorf-Projekt. Ich werde es verlinken in den Shownotes, ich habe inzwischen die URL bekommen und das hat mir dann auch spontan gleich extrem gefallen. Also die bauen da so Permakultur an und kaufen Grundstücke auf und machen da halt so eine Art Ökosiedlung für Self-Sustainable Living und haben es auch irgendwie geschafft, dass die lokalen griechischen Farmer mitmachen, weil die halt sehen, dass sich diese Bio, ich glaube Bio-Honig oder was da machen, verkauft sich halt gut. Also das dürfte ein sehr interessantes Projekt sein, wo auch dauerhaft Leute schon leben aus ganz Europa. Mhm. Und ja, das habe ich also so durch kompletten Zufall entdeckt und habe mich natürlich gleich interessiert. Und ja, die machen immer im September ein riesiges Festival und vielleicht fahre ich sogar nächsten September hin. Das war also eigentlich komplett durch Zufall. Ne? Mhm. Und dann sind wir in einer riesigen Epic Roadtrip von Eubea bis nach Wien gefahren. Und zwar erst nach Thessaloniki. Ja genau, da haben wir noch eine dänische Anthropologin mitgenommen und die war selber so ein Hippie-Mädchen und hat gerade ihre Masterarbeit geschrieben über also Hippie-Dorfbewohner, also über solche Typen, die war voll cool. Und die haben wir dann in Saloniki wieder abgesetzt, dann sind wir weitergefahren nach Belgrad durch Mazedonien, da bin ich dann gefahren und man muss dazu sagen, ich bin 20 Jahre nicht mehr Auto gefahren. Ja? Rum, rum, rum mit einem Diesel. Und Mazedonien hat halt so eine Art, nicht Autobahn, es ist einfach eine lächerliche Landstraße von Saloniki nach Skopje. Und die ist gebirgig, fährt durch die Ödnis, also das sind nur Berge mit nichts. Da ist kein Licht, kein Strom, kein gar nichts, ja, nur Berg. Und hi, Karl. Ach, servus, da seid ihr ja. Hi, Renate, hallo. Servus. So, wir nehmen schon auf. Und um das fertig zu machen, ja, dann sind wir bis nach Skopje und es war halt regnerisch. Ich war auf einer kleinen Bergstraße, Lastwagen sind mir entgegengekommen, du hattest nicht überholen können. Ja, also es war ziemlich, ich bin so gepickt, alle waren übermüdet. Und dann fast von Skopje nach Belgrad, da ist natürlich eine Grenzkontrolle, so öd in der Nacht. Und dann ab Belgrad gibt es dann eine Autobahn. Und es geht weiter. Gleich? Ja. Budapest. Wie gesagt, sind wir nachts nach Belgrad gefahren und in Belgrad dann einen neuen Passagier aufgepickt. Und das war dann schon 2 Uhr in der Früh. Und von dort nach Budapest.
In Budapest waren wir dann circa um 5 in der Früh, da wurde es schon langsam hell, 5 oder 6. Und dann guckt man in Budapest in der Innenstadt herum, was natürlich öd ist. Und dann sind die Passagiere aufgewacht und haben gefragt, ja, was ist jetzt, warum sind wir in Budapest? Und der Fahrer hat nehmen wir jetzt vielleicht noch einen Passagier, und das Auto war schon sehr voll, ja, wirklich sehr, sehr voll. Und es ist sehr überladen auch. Und er hat gesagt, nein, kein Passagier, muss man irgendwas checken. Ja? Und auf jeden Fall ist er dann in Budapest zu einem Hotel gefahren und hat dort einen Rucksack aufgenommen, weil dafür, dass er den Rucksack nach Prag transportiert, hat er 10 Euro gekriegt. Und nach Prag? Ich dachte, er wollte nach Graz. Nein, nach Wien, nach Prag. Achso, er wollte nach Prag, okay. Ja, er hat nur wegen mir nach Wien gefahren. Ja. Und ja, auf jeden Fall tun wir den Rucksack auch noch in das übervolle Auto, und ab dem Moment hast du auch hinten durch die Heckscheibe nicht einmal mehr so einen kleinen Schlitz raussehen können. Es war einfach nur dunkel. Ja. Mhm. Das Auto war dann wirklich bummvoll und wir sind glücklich nach Wien gefahren. In Wien bin ich dann raus, und in Wien hat er schon wieder den nächsten Passagier aufgenommen. Mhm. Also er hat sein Auto wirklich extrem gut ausgelastet. Ja. Ja, und das war mein epischer Griechenland-Urlaub. Was habe ich gelernt? Zweite SIM-Card benutzen, wenn die erste nicht funktioniert im Ausland. Aber nur wenn sie nicht funktioniert, ja. Weil nämlich in der Regel, das sollte definitiv... Also mein 3AT-Vertrag funktioniert definitiv nicht im Ausland, nur in Italien, glaube ich. Das darf nicht sein, weil Griechenland gehört zur EU und sie sind verpflichtet, dass es funktionieren muss. Tja, vielleicht sind sie noch nicht so weit technisch, keine Ahnung. Ja, wir haben da gerade Störgeräusche von Garib, der foltert irgendeinen Kebabspieß oder irgendwas. Na, das dürfte foltern für Eis und... Eis? Ja, fürs Ayran sein. Ah, sehr schön. Ja, er schlachtet das Ayran-Tier. Mhm. Tja. Ja, was habe ich sonst gelernt? Ja, Autofahren ist wesentlich lustiger als Fliegen, weil man mehr Leute kennenlernt und mehr sieht auch von der Landschaft. Wie lange fährt man nach Griechenland fast? Also, mein Trip hat 24 Stunden gedauert von Eubea, nördlich von Athen, bis Wien, aber es hat damit zusammengehängt, dass wir bis Saloniki Landstraße gefahren sind, um einfach mehr von der Küste und der Landschaft zu sehen. Also man kann es sicher unter 24 Stunden hinkriegen. Aha. Aber unter 18 Stunden schaffst du es nicht. Das war ganz ohne Fähre, oder? Da waren mehrmals kleine Fähren dabei. Oh, okay. Aber hauptsächlich von Eubea zum Festland. Also sonst waren eigentlich dann keine. Ja, du kannst das aber auch bequem machen. Du kannst einfach ich glaube, Genua oder ein paar kroatischen Hafenstädten dich einfach mit dem Auto einschiffen und lass dich in Griechenland ausschiffen. Das dauert halt 2 Tage, aber du hast eine super gemütliche Schifffahrt. Ne? Was ich auch sagen kann, die ganzen Fähren, also zum Beispiel die Fähre von Skiathos zum Festland, sind extrem komfortabel. Also ich habe die noch so aus den 80er Jahren in Erinnerung, wo das halt so bessere Blechkähne waren, wo oben dann ein paar lieblose Holzbänke drauf waren, wo halt die ganzen Rucksacktouristen verstaut wurden, und jetzt sind die alle so super komfortabel mit Sofas, Fernsehen, zum Teil gibt es sogar WLAN am Schiff. Aha. Also sogar die kleinen Autofähren haben oben ein sehr schönes Passagierdeck, also einen überdachten Raum mit einem Kiosk und so gemütlichen Sofas. Das hat schon Spaß gemacht, das Schiffern. Ja, und sonst kann ich berichten, dass fast jede noch so kleine Tankstelle im Balkan mittlerweile gratis WLAN bietet. Also, wenn man Pinkel- und Handypause gemacht hat, jeder hat dann bing, bing, bing auf seinem Handy herumgehen. Das heißt, du konntest dann direkt auf der Toilette Zeitung lesen? Nein, es ging eher darum, der eine Typ hat seine ganzen Blablabla-Passagiere da gecheckt, und ja, dann schreibst halt irgendwelche Messages, lebe noch, bin in Belgrad, blabla. Ja. Und ja, Reisen ist teurer, als ich es in Erinnerung hatte, als Interrailer Ende der 80er Jahre. Also damals habe ich immer nur einen Schlafsack gehabt und eine Isomatte und ein zweites T-Shirt. Glaub ich sofort. Und bin 4 Wochen durchgekommen mit sehr wenig Geld, und diese Zeiten haben sich halt geändert. Mhm. Naja, haben sich auch die Preise angepasst, oder? Na, eher, dass ich anspruchsvoller geworden bin, was meine Schlafgelegenheiten angeht. Also 5-Sterne-Hotel, runter geht's. Mindestens, ja. Na klar, Zimmerservice. Hilton. Ja, genau. Ja, hat halt seinen Preis. Sonst bitte Shownotes anschauen, da sind die ganzen Fotos verlinkt und auch der Link zu diesem Hippie-Dorf. Mhm. So, jetzt müssen wir noch mal, welches Thema als nächstes? Das sind noch 5 Sekunden, 4, 3, Politik. Gut. Ich mache ja kurz oder lange? Wurscht. Kurz, denn ich finde alles lustig, die FPÖ, die ÖVP und die
SPÖ haben sich davor für gestimmt, dass auf Pornoseiten man muss sich identifizieren können mit entweder mit einer ID-Nummer oder mit Kreditkarte. Das war ja bis jetzt fast immer schon so, dass du dich mit Kreditkarte identifizieren musstest, wenn du auf Pornoseiten reingehst, ne? Okay. Nein, das sind nur die, die, die Geld wollen die Geld davon. Haben. Ja, ja. Aber weil da war auch das Tolle an der Kreditkarte, dass du eine Kreditkarte erst ab 18 kriegst. Das war das bis jetzt immer. Aber die freien Pornoseiten, ja, die freien hast du einfach so gucken können. Sind frei. Und das darf man jetzt in Österreich auch nicht mehr. Also wollen sie dann... Die wollen das machen, aber das ist überflüssig. Ich finde, das ist das Dümmste. Ja, mal schauen, was sie jetzt ankriegen. Ich meine, das ist sinnlos, finde ich. Ja, definitiv, weil Jugend... das ist ja im Prinzip Verstecken. Das heißt, man versteckt es gegenüber der Jugend, dass es sowas gibt. Und das macht das Ganze nur noch interessanter. Und das ist das eine. Das zweite ist, Missbrauch wird dadurch ganz stark gefördert. Weil wenn man die Kreditkartendaten angeben muss oder Pass oder solche Sachen, dann ist man identifizierbar und damit auch verletzlich. Ja, das heißt, ich meine, für mich klingt es mehr wie, die sind mehr interessiert an deinem persönlichen Geschmack von Pornos als zu verhindern, dass Kinder oder irgendjemand anders. Ja, das ist, finde ich, definitiv schlecht. Und ja, das war die kurze. Wie manche wissen, ich habe die LFCS, die Linux Foundation. Moment, warte noch 3 Sekunden. Okay. Jetzt bitte. Ich habe die Linux Foundation System Administrator Prüfung gemacht. Bravo. Und auch geschafft. Sehr gut. Das habe ich einfach gemacht. Ich habe es selbst gezahlt. Das wurde nicht. Es ist so eine Prüfung, was ich glaube. Ich glaube, LPIC ist anders. Diese LFCS ist eine, wie soll ich sagen, eine praktische Prüfung. So, ich habe meinen Chromebook genommen und dann eingeloggt und dann über Internet mit irgendeinen Proktor oder Betreuer oder was immer mit Webcam und diese Sachen, diese Prüfung gemacht. Und das auch Gute dabei ist, wenn man es... die haben es so, es kommt mit einem Trainingsprogramm, das habe ich auch gehabt. Die Trainingsprogramm war aber sehr basic, es war mehr oder weniger ein Slideshow mit Beispiele, Übungen, die man runterladen kann für Sachen aus, für Lab oder sowas, ja. Und was auch lustig war, war, dass manche Sachen an der Prüfung, die vorgekommen sind, glaube ich, nicht in den Training vorgekommen sind oder sehr so wie waren eine sehr kleine Aspekt von der Training. Und der Training hat sehr stark auf die Sachen betont, die gar nicht in der Prüfung vorgekommen sind, in offizieller Prüfung. Und was auch gut bei der Prüfung ist, ist, wenn man es die erste Mal nicht schafft, dass man es gratis wieder machen kann. Das heißt, die erste Mal, dass man es... man hat 2 Versuche. Das heißt, die erste Prüfung ist mehr als... Ist es nicht wirklich die... Das wird von vielen Leuten, habe ich auch gehört, als die Übungsprüfung oder Practice-Tests benutzt. Dadurch, dass... Dann weiß man, was in der Prüfung ist. Und... So, ja. Und es war... Nicht leicht, würde ich sagen. Wie lange hast du gelernt? Naja, ein paar Monate, aber nicht nur diese Prüfung, sondern viele Sachen für den Kennenlernen. Und seitdem hast du ganz viele Jobangebote, seit der Prüfung? Nein, ich habe es erst seit ein paar Tagen gemacht. So, ja. Ich habe mich nicht beworben noch. Ja. Ah, okay. War das nicht automatisch mit dem Abschluss sind schon so viel? Nein, leider nicht. Aber es... Wäre doch technisch kein Problem, oder? Das lernst du an eine Jobbörse zu koppeln. Interessante Idee. Mir fällt dazu nur ein, dass in Amsterdam, glaube ich, war das, an der Universität, als die hatten schon Studiengebühren, bevor wir im deutschsprachigen Raum die hatten, damit sie leichter es haben, Studenten zu finden, weil das Interesse der Studenten war natürlich auch, welche Uni bietet mir jetzt den meisten Komfort oder das meiste fürs Geld. Die
eine Universität hat dann gesagt, ja, wir bieten eine Jobgarantie an. Das heißt, wir garantieren, dass anschließend, wenn du das Studium erfolgreich gemacht hast, du einen Job anschließend bekommst. Oh, aber muss man dort Musik studieren? Ja, das ist eine interessante Frage. Kann der Pferdefuß gewesen sein, dass nicht definiert war, was der Job ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Ein McDonald's neben der U-Bahn, neben der Uni. Ja, wir brauchen noch eine Kantine. Genau, ja. Oder Piranha-Fitter. Piranha-Fitter. Ja, und die Prüfung war nicht leicht, aber du hast sie geschafft, ne? Ja, super. 97%. Cool. Ja. Ja, ist ein bisschen kompliziert gewesen. Ich habe es beim Dennis gemacht, der Typ das. Ich rieche Missbrauch. Was? Nein. Überhaupt nicht. Zeit war ich nicht mal zu Hause. Es gibt bestimmte Regeln für diese Prüfung, wie zum Beispiel, es muss alles freigeräumt sein, es darf nichts aufgeschrieben sein, der Tisch muss leer sein. Und der checkt das mit der Webcam, der Prüfer. Ja, ja, und er sagt, bitte zeig mir jetzt mit dem Raum. Den ganzen Raum und der Tisch. Das, der Dennis hat sich unter dem Tisch versteckt, während die Webcam gesteckt wird, und dann darf. Ist er wieder so mit riesigen Plakaten. Niemand darf ins Zimmer sein. Man darf im Zimmer sein, man darf auch nicht reden oder den Mund zu viel bewegen, es darf nicht zu laut sein, man darf nicht in einem öffentlichen Ort das machen. Mhm. Vor allem andere Sachen, man darf nicht zum Beispiel helle Licht hinter dir haben und so weiter und so weiter. Ja. Aber ja, die Prüfung. Mit ein bisschen Fantasie könnte man dann schon irgendwie so einen Dennis zuschalten, der. Irgendwie ja, gut versteckter Webcam. Ja, man könnte, ja, diese Prüfung würde ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass man es, ich kann mir vorstellen, es wäre möglich, zu Cheating zu machen, auf eine technische Art, aber um das zu machen, glaube ich, braucht man mehr und mehr IT-Kenntnisse, als man braucht, die Prüfung zu schaffen. Ja. Aber im Prinzip kann die Prüfung sozusagen remote. Also zu Hause abgelegt werden. Ja. Du brauchst nur Internetverbindung. Ja, und ich wollte auch sagen, ich habe auch es gemacht auf die Art, mit einem, dass ich die erste Mal es gemacht habe, mehr als Übung zu sehen, was kommt vorne. Ah, du bist auch zweimal angetreten. Ja, ja. Die erste Mal habe ich einfach, habe ich es ausprobiert. Mhm. Und die Fragen waren nicht gleich, aber die waren ähnlich. Ja, die ist aber Inhalt. Das ist, aber ich meine, es ist eine Prüfung zu zeigen, dass man bestimmte Sachen kann. Ja, ja, cool. Und ja. Ein Fazit kann ich zumindest aus deiner Prüfung ziehen. Wenn man sowas macht, lernt Manpages lesen. Ja, ja, oh, es gibt einen Time Limit, so man muss schon. Muss auch ein bisschen schnell drauf sein. Ja, man muss schnell sein. Es ist wirklich wie, wenn man nicht die Manpages liest, braucht man sowieso etwas wie 60-70% von der Zeit, um es einfach zu machen. So schnell wie möglich Manpages lesen. Manpage. Ah, nicht nur lesen, sondern suchen und grappen und so weiter. Das habe ich auch gemacht. Ja, cool. Ja. Und du strebst jetzt einen Zweitjob an in der IT, oder? Ja, so was. Hauptzeit. So, dass ich. Ja, so ist ich noch also Konzert. Zwischen den Konzerten was zu tun hast. Ja, und dass ich nicht, sagen wir, an einem Kleinkinder unterrichten muss und so. Ich unterrichte kleine Kinder und ich finde das nicht so gerne. Ich auch. Ja. Nein, es ist. Das unter deinem Niveau. Nein, das ist normal. Kannst du nicht mit Anfänger mit ihrem Nichtkönnen hinunter, also niveautechnisch, wenn du dich nein, zu viel mit musikalischen... Das ist nicht das Problem, die Kinder sind wahrscheinlich nicht das Problem, sondern die Eltern. Die Eltern, das habe ich auch, ja. Tja. Aber ja, dann muss ich nicht... Du könntest aber auch mit einem Hut und seinem kleinen Klavier in der Kärntnerstraße... Zu viel Konkurrenz, man muss auch eine Befindigung oder sowas haben. Das ist einfach... Machst du doch Qualität wieder weg. Es ist hauptsächlich das Problem, glaube ich, mit der Bewilligung und die Polizei kommen und dann wirst du... Ja, mit einem Klavier auf dem Rücken kannst du nicht so schnell rennen. Ja, so ein ganz kleines Klavier. Nein, diese Genehmigung kannst du erholen, da musst du halt nur... Ich glaube, für einen Platz kriegst du maximal 2 Stunden, ne? Dann musst du wieder verlassen. Naja, wie dem auch sei. Thema, meine Damen, meine Herren. Thema? Ich habe den dritten Thema, meine dritte Thema, das ich vorbereitet habe, das war, das ich habe gelesen. Moment, noch 3 Minuten. Nicht 3 Minuten warten. Sekunden, jetzt. Ja, über
die österreichische Politik und Open Source. Bitte, ja? Was hast du herausgefunden? Ja, so es gibt, ich habe gelesen, versucht zu lesen, weißt du, Partei, wie soll, wie Parteiprogramme. Heißt die? Parteiprogramme. Ja. Wahlprogramm, genau. Die sind aber, die haben nichts mit der Realität zu tun. Damit gehörst du zu den beiden, die die Wahlprogramme tatsächlich gelesen haben. Ja, so. Nichts mit der Realität zu tun. Nein, in Österreich nicht. Ja, in Deutschland auch nicht. Wo eigentlich? Wirklich? Na, na, na. Die ÖVP, die ÖVP-Wahlprogramm, sag ich dir. Kann er das ÖVP-Programm in zwei Wörtern sagen? Ich kann es in Austria vier. Austria first. Nein, Sebastian Kurz. Achso, Achso. Wie bitte was? Sebastian Kurz. Achso, ja, das sind die die andere Sache, die ich, die einzige andere Sache, die ich im Wahlprogramm gesehen habe, ist steuerschlecht. Wie steuerschlecht? Meinst du Steuer runter oder Steuern sind schlecht? Steuern sind schlecht, ja. Man soll weniger Steuern zahlen. Und sagt die ÖVP? Ja. Sowieso. Ja. Ach so, die ÖVP möchte, dass die Steuern gesenkt werden? Ja, ja. Die möchte, dass reiche Leute, die sie ÖVP wählen, generell keine Steuern zahlen. Ach so, das heißt nur Steuern für arme Leute. Das ist okay, ja. Das heißt also, sie sind nicht für Steuern runter, sondern doch, für Steuern zum Beispiel ganz schlecht. Ja. Witzigerweise auch für die FPÖ. Aber natürlich Open Source und diese Sachen und Transparenz. Haben Sie überhaupt irgendwas von freier Software oder Open Source drin im ÖVP-Parteiprogramm? Würden wir mich auch sehr wundern. Nein. FPÖ auch nicht. SPÖ auch nicht. Bleiben die Grünen. Es bleiben nur die Neos und die Grünen. Okay. Das sind die zwei. Oh, KPÖ habe ich nicht gesehen. Okay. Etwas darüber? Vielleicht gibt es, aber das ist, die sind ziemlich lang. Man merkt auch voll unterschiedlich, wie die alle ihre Wahlprogramme schreiben. Aber es ist schon interessant, dass ich meine, die Neos und die Grünen offiziell, ich meine, mindestens offiziell sagen, die sind dafür, dass man im Regierungsbereich transparent man Free Software verwendet. Das ist immerhin, ja. Ja, und sage ich nur, wenn das sehr wichtig ist, das sind die einzigen zwei Parteien in Österreich. Ich kann ein bisschen Insider-Information geben von den Grünen auf Bezirksebene, also auf der ganzen Bundesebene, ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, circa 5 Jahre her. Da gab es natürlich immer wieder Typen, die dann halt für die interne EDV-Verwaltung, die eine Partei halt betreibt im Bezirkslokal, also Mitgliederlisten und so, die dann gesagt haben, schaut, das ist schlecht, dass ihr Windows verwendet, wir tun da euch jetzt da Linux hin und Open Source. Und das ist halt dann halt wie überall, also dann haben die braven Parteimitglieder und diversen Basiswappler aus ihren feministischen Randgruppen sich das halt alles angehört und ja, toll, machen wir, ja, und dann, du, das funktioniert nicht und irgendeiner installiert dann heimlich wieder Windows. Halt, also auch wenn das Parteiprogramm an sich gutwillig ist und so weiter, die Leute hast, die das in ihrer Freizeit unbezahlt advokieren, kommst du nicht drum herum, dass du halt sehr viele normale Leute hast, die halt normal arbeiten und da sagen, das mag ideologisch korrekt sein, aber ja, das ist aber so hoch, mindestens, ne? Haben die gesagt. Also zumindest haben sie, aber so schwierig ist es nicht, sich daran anzupassen. Es war auch schon ein paar Jahre her. Ja. Nur ich habe das halt beobachtet, das hat man als Grünsympathie da sein natürlich selber wehgetan. Ne? Dass die genau dieselben Probleme haben. Politiker sind Gewohnheitstiere und wenn sie sich an die Fußfesseln bereits gewohnt haben, bleiben sie. Ich rede jetzt nicht einmal von großartigen Politikern, sondern einfach nur von den Leuten, die auf Bezirksebene was machen. Ja, die auch. Die wollen aber nicht mehr Arbeit haben als nötig. Die gehen nach Feierabend dahin, um halt irgendeinen Antrag zu diskutieren, der nie durchkommt. Ne? Das ist, Naja, wie dem auch sei. Aber kannst du von den Neos was Näheres sagen? War das ernst gemeint oder nur so eine Blabla-Aussage? Naja, ich meine, offiziell, es steht auf ihrer Website, dass die dafür stehen. Das ist, und ich glaube, dass die das Neos... Das passt doch dazu, zu der Partei. Ja, die Partei ist pro Transparenz. Ja, die sind so... Ich meine, Open Source ist nicht Anti-Wirtschaft, würde ich sagen. Ja, es ist auch nicht wirklich pro Wirtschaft, sondern sie versuchen ja liberal zu sein. Ja. Und Open Source ist definitiv ein liberales Thema. Ich meine, Wall Street läuft auf Linux-Servers. Das ist not the thing. Naja. Okay, kann man nichts. Wall Street. Also interessant. Die London Stock Market läuft inzwischen, glaube ich, auch auf Linux. Ja, und die Kreuzer von der US Navy. Also, ja, ich meine, aber ich meine, leider ist Linux zu drehen. Nein. Okay. Ja, aber ich meine, du hast es mitbekommen mit in London, dass die mal Windows Service gehabt haben und dann Microsoft hat überall Werbung gemacht, dass es läuft auf Microsoft Windows Service. Hast du es nicht mitbekommen? Nein, nicht wirklich. Und dann hat es
sage ich lange. Technische Probleme gegeben und dann haben sich entschieden, besser steigen wir auf ein, was vernünftig ist. Okay, nein, das mit den Neos ist interessant, das werde ich mal nachrecherchieren. Das würde mich interessieren, natürlich die innere Position. Ja. Ja, cool. Noch etwas zum Thema. Also noch bin ich nicht geladen, noch brenne ich nicht. Noch kannst du über Politik reden. So, ja, ich habe sogar die grüne Partei. Nein, ich Du hast das Partei. Das Parteiprogramm, oder was? Parteiprogramm. Das ist grün, Wahlprogramm der Grünen, ja. Ja, habe ich mit. Sagen, dass die sind. Ich finde das hier, ich finde das ehrlich gesagt, ich habe versucht, die andere auch zu lesen, aber ich finde das die leichteste zu lesen. Dadurch ist es aufgeteilt in Kapiteln und dann. Wer ist das leichteste zum Lesen von den Grünen? Die Grünen. Du hast wirklich alle gelesen. Nicht alle durchgelesen, aber ich habe alle angeschaut. Mhm. Und mit Abstand das schlechteste war natürlich die ÖVP. Tja. In Sachen Design oder Lesbarkeit oder Inhalt? Oder war nur ein Foto von Wasser Kurz? War so Sebastian Kurz. Nicht nur Kurz, sondern auch wie, ich meine, jede Seite war 2/3 Bilder. Von Sebastian Kurz. Und verschiedene andere Sachen. Also, ich meine, ein Text auf jeder Seite war wie 1/4 oder 1/3 und was dort gestanden hat, ist immer wie, ich weiß nichts mehr, als wie ich angefangen habe, über was, wofür die Partei steht. Ja. Ich fand SPÖ auch nicht so leicht zu verstehen, ehrlich gesagt. Neos war ziemlich gut. Peter Pilz war... gibt es, glaube ich, keine, oder ich habe keine gefunden für Peter Pilz. Ich habe nichts gefunden von Peter Pilz über Open Source, würde ich auch sagen. Ja. Ich würde sagen, Grün war das Beste für mich zu lesen, aber schockierenderweise zweitleichteste für mich zu verstehen und zu lesen war FPÖ. War leicht zu verstehen. Ja, es war wie, wir sind für das, wir sind für Heimat und das. Und es ist wie, ja, ich stimme zu 100% nicht damit überein, aber ich verstehe mindestens, was sie wollen. Was die wollen. Wie war es mit KPÖ? KPÖ ist ein bisschen schwierig zu lesen, war ein bisschen auch für mich nicht so leicht, nicht so gut aufgebaut auf ihrer Website. Zu bekifft. Ja, weiß ich nicht. So, Dennis, wie ist das? Wir hatten einmal Feedback gegen die Schmatz und Gabel auf Steinteller-Schleifgeräusche. Aha. Wie gehen wir damit um? Mich hat noch nie jemand im Podcast Essen gehört. Beim Kratzen, bei den ersten Folgen, da habe ich es gemerkt. Und seitdem hat man mich nicht mehr gehört, nachdem ich es gemerkt habe. Also du tust nicht mit der Gabel kratzen? So. Nein, ich esse später mit den Fingern weiter. Okay. Besonders die Soße. Ich habe jetzt nämlich gerade mein Essen bekommen. Und Mach mal ein Foto. Das wird das Gelbe. Okay. Das können wir wahrscheinlich ein Störgeräusch schreiben, weil ich nicht okay. Ja, hey, danke. Also danke für diese Recherchearbeit, Karl. Voll cool, dass du das gemacht hast. Ich muss auch sagen, aber auch es gibt auch Grüne, die noch heute Microsoft Word verwenden. Ja. Es gibt sicher auch ÖVPler, die Linux verwenden. Ne? Also das schließt sich ja nicht total aus. Stimmt. Ja, das wär für mich eine Kulturschock. Es gibt wahrscheinlich FPÖler, die Linux verwenden. Ja. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich? Ich fände es toll, wenn, egal welches Couleur die Partei hat, wenn die Open Source verwenden. Und wenn die FPÖ Open Source, das würde ich so unterstützen. Freie Software müssten ja theoretisch. Naja, ich weiß, dass beim Wahlkampf John McCain versus Barack Obama war es Barack Obama Linux Server für ihre Website und John McCain Microsoft Windows. Ja, hat auch die Wahl verloren. Ja. Ja, Trump ist ein Gegenbeispiel. Ja. Trump hat, der hat wahrscheinlich das alles auf dem Gameboy laufen lassen. Nein, das wäre zu schwierig. Er hat einfach...
Ich habe gehört, ihr zwei wart in Griechenland. Wollt ihr darüber was erzählen? In Griechenland? Vor Ewigkeiten doch, ne? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Vor zwei Jahren. So lang schon her. Da habt ihr dann schon drüber erzählt. Ja. Nicht beim Podcast wahrscheinlich. Nicht beim Podcast. Ihr habt ja sonst, weil ich habe von einer Griechenland-Reise erzählt. Habt ihr ja, wir waren. Warst du genau auf Festland oder warst du Inseln? Zakynthos. Aha, okay. Wir waren auch letztes Mal in Zakynthos. Du warst ja noch, bitte dann passt ja. Das gleich dazu. Erzählst du über eure Zakynthos-Erlebnisse 2015, muss das dann gewesen sein. Nein, 16. Letztes Jahr, 16. Ja. Okay, genau. Ja, und ja. Wie warst du? Es war sehr schön. Ja. Wir haben leider in einem, wie heißt das Dorf, wo wir gewohnt haben? Ach, wir haben gewohnt dort, wo alle Party. Die Briten machen ihre Partys. Agassi. Nein, nicht Agassi. Nördlich vom Hauptort. Nein, südlich. Südlich, oder? Okay. Entschuldigung. Richtung Blue Caves oder hinunter? Nein, hinunter. Ja. Etwas Beach, okay. Laguna Beach? Nein. Okay, also ihr wart auf einem... Laganas, okay. Genau, ja, da waren, bin durchgefahren. Ja. Da waren lauter Briten, oder? Hier sind nicht viele so Lokale und Leute fahren dorthin, um Party zu machen. Mhm. Und dann weißt du wie... Oh Gott. Die 160 Euro All-Inclusive-Reisen. Ja, möglicherweise war das dasselbe, ja. Ja, und ja, das war auf eine Art das Schreckliche dort, war, man ist gegangen und dann waren immer Leute, die haben versucht, dich anzulocken. In ihre Lokale, oder? Ja. Oder das war wie, lästig. Was war's? Come on our boat, Chris, you'll get smashed and you'll get laid. You get laid on a boat, Chris? Dann die machen. Nein, das war doch von irgendeinem Club. Nein, auf einem Schiff. Ah, wirklich? Ja. Also es gibt ein Partyboot, auf dem du eine Garantie hast, dass du laid wirst. Ja. Das klingt... Weißt du nicht, was das heißt? Ja, ich weiß, was das heißt. Ich weiß nur, wie es funktioniert. Wirst du besoffen und flachgelegt? Ja. Okay. Und das heißt, es handelt sich hierbei um ein rotes Boot. Weiß ich nicht, ja. Habt ihr dann so einen Partyboot? Nein. Wir sind dann von dort, also lustigerweise meistens mit Fahrrädern auf der Insel herumgefahren. Fahrräder habt ihr ja. Aber unsere Fahrräder waren eine Katastrophe. Ach Gott, wie hat das gehört, wo wir da hingefahren sind? Wir sind da, die haben, also das ist halt, wenn man Griechen fragt, wie hoch etwas ist oder wie weit, dann bekommt man halt manchmal nicht wirklich so aussagekräftige. Ja. Also in Autominuten gerechnet, oder? Ja, also wir sind dann ein paar Stunden bergauf gefahren. Mhm, das ist Gebirge gehört, ne? Ja, genau. Und die Fahrräder waren komplette Katastrophe. Okay, ja. Ich muss auch sagen, ich habe keine Radfahrer dort gesehen. Ja. Wir auch nicht. Die Leute waren schockiert, wenn wir in das erste Bergdorf gekommen sind. Ja, haben zum ersten Mal Radfahrer gesehen. Camiros, oder? Ja, in Camiros. Und da war eine coole, was war es, eine... nicht Gewerkschaft. Genossenschaft? Nein. Genossenschaft, sowas, ja. Eine Frauengenossenschaft. Wow. Und dort waren wir zufällig da. Die Verkäuferin hat nur Griechisch gesprochen. Mhm. Aber die haben urgute so Honiglikör, Honiglikör und so verschiedene Sachen und Gewürze. Das ist mir überhaupt aufgefallen. Also ich bin mit so einem Quad durch die Insel gefahren. In jedem noch so verlassenen Bergkaff gibt es einen Tisch, wo ein alter Mann oder eine alte Frau so Honig und Kräuter und Olivenöl verkauft. Ganz toll. Ja, das war... Die Leute sind auch sehr freundlich. Ja, voll. Und auch das, egal wo du bist, auch in jedem Dorf, waren so zum Teil so kleine Straßencafés oder Tavernen halt. Und da sind oft die Chefin, hat dann halt die Motorradfahrer so gewunken, ja, kommst zu mir und so. Ja, Das ist sehr nett gefunden. Ja, waren sehr nett, die Leute. Und es war sehr gut dort auch. Es war sehr... Wir sind auch auf eine lustige Straßenparty in einem Dorffest geraten. Oh ja, die Dorffest! Ja, das war toll. Wir waren in Zakynthos, also in der Hauptort. Und da haben wir gesehen, wie Leute grillen. Mhm. Auf der Straße? Ja. In dieser Fußgängerzone? Oder? Ja. Gefragt, ob ein paar Leute sind da rumgestanden. Es war, aber ich meine nicht irgendwo gegrillt. Es war vor einem Fleischerei. Okay, ja. Cool, und ich wollte fragen, ob wir das vorhin kaufen können. Also ich war wie, setz dich hin und dann hat er einfach Fleisch und Brot. Und immer mehr Essen und Fleisch. Und dann... Zyporo. Was ist Zyporo? Schnaps? Oder? Ja. Schnaps. Oh, wurde jetzt einfach bewirtet. Und selbstgemachten Wein. Ja, alles von seinem... Hat der Metzger gerade Geburtstag gefeiert, oder was? Immer. Das ganze Dorf, Polizei war auch, Polizist war auch da. Ja. Ja. Gesungen haben die auch mit Gitarren und so. Cool, ja. Cool. Ja, ich bin auch aus eher Zufall in so ein Kirchenfest hineingeraten, also so eine griechische Kirche
irgendwie ein Dorffest gemacht hat und waren so ganze Tische mit Patres, also mit diesen griechischen Mönchen. Und ja, auch die Leute haben dann so getanzt und sind so an Tischen gesessen. Es war so wie uns so ein Kirtagfest, haben Berge von Fleisch gegessen. Also das war richtig so. Es war irgendwie eine Spezialität, haben sie gleich aus verschiedenen Arten von Fleisch dann so eine Art Papier gehabt am Tisch und da wurde das alles aufgetürmt und dann hat jedes Familienmitglied halt davon gegessen. Echt lustig ausgeschaut. Wow. Ja, was auch lustig war, es hat keiner Englisch gesprochen. Wir haben also dann teilweise mit Google Translate kommuniziert. Aber ihr habt es euch trotzdem verständlich machen können. Ja, es war gut. Toll. Cool. Und wo habt ihr gewohnt? Also in einem Airbnb oder? Nein, in Hotel so einem Hotel. Nicht Hotel. Wie heißt denn das? Pension, Room, Private Room. Campingplatz. So eine. Wie so ein Mini-Hotel. Pension. So. Ja. Wir trocken jetzt Swimmingpool. Achso, so ein kleines Sack. Ja, direkt am Strand. Genau. Schön, ja. Ja, es war sehr schön. Aber nächstes Mal würde ich eher in einen, nicht im Lagernass. Ja. Ja, was bringt das? Ja, wo es nicht so wahnsinnig ist. Sind euch die Party-Touristen am Nerven gegangen? Ja, etwas. Ja, die verrückte. Bringt man das? Ja. Wir waren in der Hauptsaison im August? Oder? Nein, wir waren im Juni oder waren wir im Mai? Juni, glaube ich. Im Juni. Also in der Vorsaison? Vorher. Ja. Aber waren, glaube ich, schon so Matura-Reisen. Ja, okay. Ja. Ah, so. Ja. Aber die ist sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, mir hat es auch extrem gefallen. Und habt ihr auch diese Blue Caves angeschaut? Und das Shipwreck? Okay. Genau, Shipwreck. Ja. Und wie hat die geheißen, diese eine schöne Bucht, wo wir eben im Rad hingefahren sind, über den Berg hinauf und auf der anderen Seite wieder runter? Ich weiß nicht, ich weiß nur, ob es war im Westen. Ja, im Westen gibt es eine irrsinnig schöne Bucht, wo fast keine Leute sind. Mhm. Da steht halt einige so Sonnenschirme. Ja. Und das Wasser ist irrsinnig, diese irrsinnig schöne Farbe, so blau-grün. Eigentlich überall war das. Sogar im Hafen vom Hauptort ist das Wasser noch ziemlich cool. Ja. Tja, also Zakynthos kann man empfehlen, ne? Ja, Griechenland kann man empfehlen. Rhodos waren wir auch. Rhodos? Was habt ihr in Rhodos gemacht? Da waren wir vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren? Vor 2 Jahren war ich. Ja. Rhodos war sehr, sehr schön. Wir sind hingeflogen wie gerade Finanzkrise. Mhm. Das war super. Es war wie plötzlich die Preise waren wie paying viel billiger. Hauptsaison. Okay. Und keine Leute. Ja, wir waren Mitte Juli, also mitten im Sommer, also im Juli. Hauptsaison war genau. Leer. Es war nicht jetzt leer, aber es war wirklich angenehm. Also da waren wir in so einem kleinen, wie so ein ehemaliges Fischerdorf, das wirklich so relativ ruhig war. Sein. Ja. Das hat euch gefallen. Also. Ja. Das war sehr cool. Und dort ist jetzt auch Rad gefahren, oder? Nein, dort haben wir Autostopp gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Ja. Also dann mit dem Bus auf der Insel, also es war halt am Meer unten auch. Man musste halt dann so eine steile Straße hochkommen. Und zu Fuß war das ein bisschen schwierig. Ja. Einmal haben wir, es war irrsinnig. Die Autos sind auch irrsinnig schnell gefahren halt. Und es gibt keinen wirklichen Gehsteig. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, also zu gehen ist ein bisschen schwierig. Ja. Und dort sind wir mit dem Bus hauptsächlich rumgefahren sonst. Was funktioniert, wenn man im Vorhinein im Internet sich die Buspläne raussucht und das alles plant, weil dort steht es. Ich glaube, es sind ja gar keine Busfahrpläne. Ja, muss man auch mal fragen. Ja. Und man hat es schon online. Ja. Beim Hotel fragen muss man. Ja. Das haben wir mit Uferreisen gemacht. Ja, warum nicht? Es war einfach. Ups. So viele Leute haben abgesagt wegen Finanzkrise, dass die Preise waren viel billiger als interessant. Da würde ich doch nicht wegen absagen. Ja, doch, haben die Leute haben vor allem die Deutschen. Die Deutschen haben abgesagt, ja. Und dann plötzlich war es voll von Tschechen. Ja. Und so, die haben dann was genutzt. Preissensitiv. Ja, das ist in Tschechien. Ist es, ja. Die verdienen nicht so viel wie in Deutschland oder in Österreich. Dennis, bleiben die schönen Lebenthemen, oder? Fange ich mal an, über Rick und Morty zu schwadronieren. Noch 30 Sekunden. Na komm. Okay. Ja, also es gibt eine Serie namens Rick und Morty, eine Zeichentrickserie. Und wie mir meine Programmierschüler erklärt haben, ist da jetzt die dritte Season online, die ich mir jetzt natürlich angefangen habe anzugucken. Und Rick und Morty ist, wie soll man das sagen, Futurama noch einmal zur Potenz. Extremer. Es geht also um einen... Sehr wissenschaftlich.
Ja, ziemlich viel Wissenschaftsgags auch drinnen. Oh ja, das ist... Also so, durchaus ein bisschen Hirn, aber halt, wie soll man sagen, so eine Art Alien-Splatter-Show, also ein sehr, sehr unsympathischer Großvater mit seinem, was ist das, seinem Enkel und seiner Enkelin und seiner Tochter lebt er zusammen und ihrem Mann, den er nicht leiden kann. Mhm. Und er findet halt ständig so Dimensionsportale und benutzt die, um in so Parallelwelten zu gehen, und da träumt er regelmäßig mit irgendwelchen Monstern auf. Er kann sie erschaffen. Ja, und vernichtet auch ganze Welten, weil er irgendwie gerade schlecht drauf ist oder hat sonst was zu tun. Okay. Irgendein Schraubenzieher, wo er vergessen hat, und dann schnell in ein Paralleluniversum geht und den dort holt, und das, dort krachen dann ganze Zivilisationen zusammen deswegen. Und, so. Und der kleine Enkel von ihm fungiert so als Sidekick. Voice of Reason, also der ist halt immer verängstigt und möchte irgendwie eigentlich nur sein normales, heiles Familienleben, das er halt permanent nicht kriegt. Und ja. Und die anderen haben eigentlich eher unbedeutende Rollen. Ne? Die Enkeltochter ist eigentlich eher kompatibel zum Großvater, ne? Die scheißt sich weniger. Die Enkeltochter kompatibel? Summer. Ja, naja, schon, ab und zu tut er mit der ja. So eine schöne, in der zweiten Season war, glaube ich, eine, wo er mit ihr so trainiert, und dann dreschen es, glaube ich, irgendwelche Leute zusammen. Also, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe ja die dritte Staffel schon zu Ende geschaut. Mhm. Ich war krank letzte Woche, und dann habe ich direkt... Hast du das gebraucht? Ich habe es echt durchgezogen. Und wird nicht fad, oder? Nein, überhaupt nicht. In der dritten Season war eine schöne, also in der ersten oder zweiten war eine sehr schöne Parodie auf Mad Max, ne? Wo sie in so einer postapokalyptischen Welt herumfahren und natürlich. Und da ist natürlich splattern sie sich da durch die Gegend. Ja. Hervorgestochen, ja. Und zwar an die Donnerkuppel, also den dritten Mad Max-Teil, der schlechteste von allen. Also was ich an der Serie mag, ist nicht nur, dass sie wissenschaftlich sind, sondern die überraschend, was sich andere Serien nicht leisten oder auch Filme nicht leisten können, ist einfach, wir bauen jetzt irgendwas ein, was eigentlich gar nicht jetzt... Gar keinen Sinn hat, oder nicht zur Handlung passt. Ja. Was nicht reinpasst und was so ein Moment ist, den man nicht wirklich erklären kann. Und damit kann wiederum diese Serie sehr gut spielen. Ja. Also, da ist plötzlich irgendein Alien, das sich so komisch verhält, aber es ist wieder glaubwürdig, was in anderen Filmen und Serien halt nicht passen würde, nicht funktionieren würde. Also, und dann gibt es diese Gags, die man nicht sofort sieht im Hintergrund. Ja. Ich habe jetzt wieder angefangen, die Serie komplett von mit der ersten Folge anzuschauen. Hast du geachtet auf kleine versteckte Easter Eggs, oder? Ja, und ich habe mir auch sagen lassen, dass es Easter Eggs zu einer anderen, reinen Kinderserie gleichzeitig gibt. Und dass es da auch Crossover gibt. Ja. Und, okay, hast du als Fan was zu tun? Ja, das kann ich mir so gut vorstellen, dass gleichzeitig so eine Kinderserie, wirklich für Kleinkinder, dann Crossover mit einer Serie, die wirklich nur was für Erwachsene ist. Das richtet sich eigentlich eher an Erwachsene, der Humor ist nicht nur eher, sondern wirklich ausschließlich. Ja. Also die ist für Kinder definitiv nicht geeignet. Es werden ständig irgendwelche Aliens und auch Leute entleibt und Klone und so. Man weiß nicht, wer jetzt ein Klon ist und wer nicht. Ja, und dann gibt es ja noch die Zitadelle, wo ganz viele Ricks leben. Tausende. Rick ist dieser Hauptdarsteller. Die bringen sich auch ständig gegenseitig um, weil sie sich nicht leiden können. Ja, also und dann gibt es Rick und Morty. Und es gibt eine Folge, wo sie die Zitadelle wieder aufbauen wollen. Jetzt habe ich jetzt so gespoilert. So, ist geil. Ja, also wie gesagt, dir gefällt das auch, Rick und Morty. Ja, definitiv. Also geben wir eine Bierdorf-Empfehlung ab. Ich liebe diese Serie, unglaublich. Und, schwere Frage, soll man mit Season 1 beginnen oder ist eigentlich wurscht? Theoretisch wurscht, aber ich würde sagen. Man hat schon mehr Vergnügen, wenn man es von Anfang an Ja, schaut. Ja, würde ich schon sagen. Ja, durchaus, weil es ist zwar nicht direkt aufeinander aufbauen, die einzelnen Folgen, aber bestimmte Dinge kommen in älteren Folgen vor, ja. Korrekt, ja. Besonders der Übergang von zweiten zur dritten Staffel ist ja eine Doppelfolge, wobei die erste Hälfte in der alten und die zweite Hälfte in der neuen Staffel drin ist, was es ja des Öfteren auch in anderen Serien schon gab. Wenn man die vorherige Folge nicht gesehen hat. Ich hatte die Folge komplett vergessen. Es ist ein halbes Jahr jetzt hier, dass ich die Folge gesehen hatte, und ich wusste nicht mehr, worum es ging, und habe die neue Folge dann nicht wirklich verstehen können. Bis du erst die andere wieder nachgeschaut hast. Ich habe sie noch nicht nachgeschaut. Ich werde das nochmal machen. Ich werde die Serie nochmal komplett von Anfang an, erste Folge nochmal angeschaut, zweite habe ich auch schon inzwischen. Ja. Also wirklich sehenswert. Das heißt, wir geben eine Bierdorf-Empfehlung ab.
Habt ihr noch Themen? Mhm. Schöner Leben? Oder? Ja, habe ich. Ich trage direkt mal 40 ein, 00. So, jetzt kann ich drüber reden. Ich habe Filme und Serien noch angeschaut. Ja. Fange ich mal mit dem Film an. Ich habe die 12 Geschworenen mir angeschaut. Die 12 Geschworenen. Das ist ein Film aus den 60ern? 50ern? 1957. Oh, ja. Von, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Was ist das? Ist das Sidney Lumet. Das ist schon in Farbe. 12 Angry Men heißt der auf amerikanisch. Ja, da war es. Okay, ja. Okay. Okay. Ein Gerichtsdrama, oder? Ja, könnte man sagen eigentlich. Ein Film, der nur in einem Raum spielt, mhm. Mit den 12 Geschworenen, deren Namen man nicht kennt. Mhm. Eine Charakterstudie, wo ich auch gelesen habe, dass die öfters bei Psychologen und Ähnlichen als Film mhm. vorgeführt mhm. wird, um daraus zu lernen. Was so gut ist. Ja, weil diese Charakterstudien mhm. recht gut sind. Mhm. Also da gibt es ja einen, der beharrt darauf, dass der eine Typ schuldig ist. Mhm. Bis zum Schluss. Und das ist schon interessant. Also, dass der sich nicht umstimmen lässt, also nicht mhm. Durch Argumente mhm. ja, überzeugen lässt. Mhm. Und eben einer, der halt zweifelt mhm. von Anfang an. Also die Serie, der Film ist wirklich sehenswert. Ich würde ihn jedem empfehlen. Der ist zwar jetzt schon sehr, sehr alt, mhm. Der ist jetzt schon 60 Jahre alt, aber trotzdem... Von Aktualität her hat der nichts eingebüßt. Der mhm. ist noch so aktuell und modern wie heute. Es gibt ja auch Remakes. Es ist ja selber auch nur ein Remake von einem Film, von einem britischen Film von 1954, also drei mhm. Jahre zuvor. Ein britischer Fernsehfilm. Und er wurde, ist allerdings besser. Und das mhm. liegt unter anderem an einem der Hauptdarsteller, Henry Fonda. Sehr gut gespielt. Und auch den anderen. Es gibt sogar mhm. zu einem alten Film und zum neuen zwei Personen, die überschneidend mhm. mitspielen. Und dem Regisseur, eben Sidney Lumet. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Und zu dem wollte ich nämlich noch was sagen. Das war sein Erstlingswerk. Mhm. Und ich kannte eigentlich bisher nur sein letztes Werk. Und zwar Before the Devil Knows You're Dead. Den hatte ich schon vor ein paar Jahren angeschaut und der ist unglaublich stark. Mhm. Also die beiden Filme sind so kontrastreich zueinander. Der eine halt so alt und der andere mhm. so modern neu. Mhm. Und derselbe Typ hat den gemacht. 60 ja. Jahre liegen zwischen den beiden. Quatsch, 50 Jahre lag zwischen den beiden Filmen. Der war 84 Jahre alt. Mhm. Der hatte es nicht mehr im geringsten nötig, sich zu beweisen. Und legt dann so einen guten Film hin. Also Hut ab, der Typ ist leider inzwischen tot, aber seine Filme müssen unglaublich gut sein. Also ich kenne jetzt seinen ersten und seinen letzten Film und den Rest muss ich mir definitiv noch anschauen. Auf Angry Men weiß ich, dass vom Budget, er hat eine sehr kleine Budget gehabt und hat ja. extrem viel Geld verdient. Ja, das stimmt. Er war sehr erfolgreich, der Film. 350.000 hat, glaube ich, der Film gekostet, was ungefähr 2,8 Millionen Dollar mhm. jetzt inflationsbereinigt mhm. und so weiter entspricht. Das ist ein sehr, sehr günstiger Film. Aber es ist, mehr ist auch nicht nötig für diesen Film. Das Drehbuch macht das meiste mhm. in diesem Fall. Also gut umgesetzt, unglaublich gut. Ja, man muss sagen, dass, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so langsam ziemlich kritisch werde. Also wenn ich einen Film anschaue und der Film, die Schauspieler anfangen zu schauspielern, dann mag ich den Film meistens nicht mehr. Das wird für mich nicht mehr echt. Das ist Schauspiel, ja. Also du magst, dass du glaubst, dass die echt sind. Du magst nicht, dass du glaubst, siehst, dass das ein Schauspieler ist, der so tut, als ob er jemand ist. Ja, also wenn jemand sich absichtlich langsam bewegt, mhm. das sieht dann so wirklich total unecht aus. Mhm. Bei einem Trash-Film ist es gut. Aber bei solchen Filmen, die keine Trash-Filme, sondern ernsthafte Filme sind, fällt das mir so störend auf. Das ist bei dem Film definitiv der Fall, aber da konnte ich drüber hinwegsehen, weil der Rest des Films einfach unglaublich gut ist. Ja, also ich kann den Film nur empfehlen. Also die 12 Geschworenen oder 12 Angry Men?
Ja, 12 Angry Men oder Die 12 Geschworenen von 1957. Der Film. Karl Renate, habt ihr noch was? Mein Computerspiel. Bitte, Computerspiel. Ach, Computerspiel. Ja, immer gut. Shadow Tactics Blades of the Shogun. Es funktioniert auch auf Linux. Es ist sowas ähnliches wie, es ist so eine Real-Time-Tactics-Spiel, wo man hat bis zu 5 Charaktere und es ist so auf Stealth, so die sind so Assassins und es spielt in so diese Zeit, wo mit Renaissance? Oder? Nein, es gibt schon diese Zeit, wo die japanische man spielt diese 5 Charaktere am Anfang nicht alle gleichzeitig und die tauschen sich oft um und manche Missionen mit alle 5 Charaktere und man muss seine... Und du hast pausierbare Echtzeit oder du musst hektisch herumklicken? Hektisch herumklicken. Ah, ja. Du kannst nicht pausieren, das Ganze. Nein, man kann es nicht pausieren. Was bei mir ist, ich habe auch einen lustigen Bug, wo ich nicht während einer Mission speichern kann. Ah, ja. So, das heißt, ich muss eine Mission schaffen, indem ich die ganze Mission bis zu Ende, ohne dass jemand stirbt. Das ist, wenn keine Charakter stirbt, dann verliert man natürlich. Und es ist so ein Stealth-Game, so an und für sich, wenn man das richtig plant, ist es nicht so viel auf hektisch, sondern mehr zu sehen, okay, wo kann ich diese Person umbringen und dann denn die Leiche von dieser bösen Person irgendwo... meistens Soldaten, die für die Rebellen gegen der Shogun, die so, die zu umbringen und dann. Es gibt verschiedene Feinde, manche lassen sich, sagen wir, ablenken und irgendwo rumführen mit, jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten und so. Und dann auch die Feinde haben unterschiedliche Fähigkeiten und ja, die suchen herum und die können nur man kann sie verstecken und verschiedene Sachen, man kann auch die Leichen verstecken und so weiter. Und manche lassen sich rumführen und dann du machst eine Charakter zum Beispiel whistles. Ja, pfeift. Pfeift und dann kommt nur die normale Feinde kommen hin, wo dieser Charakter gepfeift hat und diese kann sie auch eine Falle tun, das bringt sie nicht rum, ja. Manche Feinde lassen sich nicht von ihrer Posten bewegen und dann gibt es die Samurai und die Samurai können nur von deiner einen Charakter normal umgebracht werden, sonst müssen die erschossen werden mit Schießgewehr und dann eine Messer haben oder sowas. Und dann ist es, weil sie zu kampfstark sind, die Samurai. Ja, die sind sonst so stark, dass wenn du versuchst mit deiner normalen Charakter die normal umzubringen, bringen die deine Charakter um. Und dann muss man verschiedene Missionen machen und zum Beispiel bringt der böse Count diese Graf, ja, um oder jemand anders bringen oder die Pläne holen oder was immer und man versucht, dass die nicht wissen oder merken, dass das Stealth ist sozusagen das Wichtige als das Kämpfen. Ja, man soll nicht entdeckt werden, denn da sonst kommen mehr Feinde und dann suchen die für dich und dann kommen immer mehr. Aber manchmal, ja, man kann trotzdem die erfolgreich sein, auch wenn man ein bisschen entdeckt werde und kommen dann die. Man muss sich nur verstecken und dann langsam eine nach dem anderen. Und du hast eine Planungsphase oder du musst das alles gleichzeitig machen? Während alles gleichmäßig machen. Das ist nicht anstrengend. Ja, aber wie soll ich sagen, es gibt einen Shadow Mode. Man kann normalerweise nur einen Charakter auf einmal Befehle geben, ja. Aber es gibt einen Shadow Mode, wo du gibst jedem Charakter einen Befehl, speicherst du. Zum Beispiel sagst du, dieser Charakter bringt, eine soll den Samurai umbringen, andere soll etwas anderes machen, die andere soll pfeifen, ja. Und du machst diese Plan mit dem Shadow Mode und dann drückst du auf Enter und die machen alles gleichzeitig. Okay, also hast du eine Simulate Turn-Based. Ja, in dieser Art. Aber du musst auch, die Timing ist sehr wichtig, natürlich. Das kann alles natürlich. Und du freust dich dann, wenn so ein Plan gelingt, schätze ich. Ja, und dann ist es wie deine alle drei. Mhm. Und dann sind, sagen wir, 10 Feinde und dann auf einmal sind die alle tot. Ohne dass man erwischt wird. Das ist dann, ja.
Sagst du nochmal den Titel von dem Spiel? Shadow Tactics, Shadow Blade Tactics. Of the Chogre. Und es läuft auf Linux. Läuft auf Linux, ne? Das klingt interessant. Und es benutzt Unity, glaube ich. Ah, okay. Es ist nicht so... Mein Computer hat nicht Probleme auszuspielen. Ja, jetzt müssen wir noch ca. 50 Sekunden warten bis zum nächsten Thema. Hast du noch eins, Dennis? Ja, ich habe noch Serien und Filme angeschaut aus dem Marvel-Universum. Ich habe nämlich jetzt Guardians of the Galaxy Volume 2 angeschaut. Gestern. Kino? Nein, zu Hause. Es gibt schon die auch schon auf Blu-ray. Ah, okay. Gut, ja. Die habe ich mir gestern mal reingezogen. Mhm. Gestern haben wir die nicht schon mal besprochen im Podcast? Nicht, weiß ich nicht. Also ja. Ich kann mich nicht erinnern. Den ersten Teil ja, den zweiten noch nicht. Ich habe beide nicht gesehen, so. Ja, kann man okay, ja. Ich finde, also zusammengefasst, der Film ist, ich finde, nicht so gut wie den ersten. Mhm. Definitiv nicht. Die Witze sind schön aufgesetzt. Also es gibt ja diese aufgesetzten Witze, mhm. aber es ist schön aufgesetzt. Ein Radler bitte. Also ich finde den Film gut. Er hat mir das gegeben, was ich mhm. haben wollte. Aber der erste Teil ist um Längen besser. Ja. Ich erzähle auch nichts über die Story. Die ist nicht ganz so toll. Aber man kann sich jetzt auch den zweiten Teil anschauen. Das ist nicht unspaßig. Ja, macht Spaß, definitiv. Du kein redet. Vor allem eine sehr schöne Eröffnungsszene, wo es gegen diese riesige Schnecke kämpfen. Ne? Ja, wenn man das Schnecken bezeichnet ja, würde, war es ein Riesenmonster wird von 5. Ja. Also Guardians of the Galaxy sind so 5 Misfits, die halt in der Galaxis herumfahren ja. und gleich da anfangen. Ach, du hast es im Film schon gesehen, ne? Ja, ja. Ah, dann hatten wir vielleicht doch schon drüber geredet. Stimmt. Die Anfangssequenz ist halt sehr toll, wo es mit so einer ja. riesen Schnecke kämpfen und sich dabei noch gegenseitig das nerven. Monster. Ja, ja, genau. Ja. Wir haben auch einen Film gesehen. Und zwar? A Man and His Cow. Moment, wartet noch 4 Sekunden. A Man ja, and His Cow. Schön. A Man and His Cow. Oder ist das ein Kinofilm, oder? Ja. Ja. Nein, ist nicht... Nicht mehr im Kino, ist jetzt ja, schon auf DVD und so weiter. Worum geht's da? Es geht um eine Algier... Ist ein französischer Film. Geht um einen algerischen Mann, der eingeladen wird, nach vielen Jahren versuchen, seinen Kuh zum Agrikultur... Landwirtschaftsausbildung. In Paris. In Paris. Aha. Zu bringen. Okay, ja. Okay. Und so, der kommt aus einem kleinen algerischen Dorf, wo, weiß nicht, 20 Leute wohnen. Ja. Aha. Genau. So. Und die borgen dann ihm Geld, dass er das machen kann. Aber er hat nur das Geld, um nach Marseille zu kommen, mhm. nicht nach Paris. Und er geht dann zu Fuß mit dieser Kuh von Marseille nach Paris. Ja. Genau. Oh, oh. Ja. Und dann, ja, es ist eine sehr. Es ist lustig. Ich weiß nicht, irgendein, ja, das ist halt, ja, es ist eine sehr neue Form auch, oh, ziemlich neue Form. Mhm. Aus welchem Land stammt der Film? Frankreich. Achso, ein französischer Film, okay. Ja. Also ein sehr gemütlicher Road-Movie. Ein Mann mit einem Kuh. So wie Mr. Bean in Frankreich, also Mr. Bean macht macht Werbung. Ja. Ja, ja, das ist ja auch französisch. Ja. Und hat das dann Sinn, dass der aus Algerien kommt? Oder ist er irgendwie... Naja, dass ich die Fahrkarte nicht leisten kann. Nein, aber spielt das eine größere Rolle in dem Film? Oder ist das einfach ja, es geht schon auch um so kulturelle... Kulturelle Punktsachen. Eher Missverständnisse. Dann gibt es... Bei so einem Dorffest ja. bekommt dann Alkohol angeboten. Und sagt nein, ne? Genau. Und dann sagt er, nein, es ist nur Birne. Mhm. Und dann trinkt er das. Und dann sagt er immer... Und dann wird es ein Internet... Okay, das ist ein Spoiler. Ja, sag's. Eine Internet-Sensei, eine Meme... Ja. Es war nicht meine Schuld, es waren nur die Pfirschen. Mhm. Die Pfirsiche. Die Pfirsiche. Mhm. Die Pfirsche. Die Pfirsiche, ja. Es waren nur die Pfirsiche, ja. Und ja, und dann trifft er alle möglichen von heute auf dem Weg nach Paris. Und dann, ja, es ist lustig. Und auch Missverständnisse. Und das ist auch so, dass diesen Dorf hat nur einen Computer, sozusagen. Ja, wir können jetzt spoilern, er ist auf so einem Dorffest. Ja, in Frankreich genau. Schon, und der, ja. auch dort, wo er diesen Alkohol angeboten hat, dann trinkt er da einiges davon und singt da, dann ist lustig. Mhm. Und dann liegt er halt komplett fertig am Tisch. Und diese eine Frau, die er da getroffen hat, aber... Irgendeine Frau. Ja.
die küsst ihn dann und machen sie Fotos davon. Und dann gibt er die Karte mit der E-Mail-Adresse und dann schicken die Bilder ins Dorf. Und die sehen das dann. Ja, ja, die sagen, ah, Bilder sind da, alle sollen kommen, die Bilder anschauen. Das ist recht lustig. Und man muss sagen, die Kuh ist extrem hübsch. Die Kuh ist hübsch. Ja, sehr hübsch. Aber wir haben, der Karl hat herausgefunden, dass die haben für den Film 3 Kühe gebraucht. Mhm. Ja. Okay, Jacqueline, das ist wie die Kuh heißt. 3 Kühe, wieso haben sie drei, haben diese nicht so lange überlebt? Oder? Es war bei Tieraufnahmen brauchst du oft viele Tiere, weil du jedem Tier nur einen Trick beibringen kannst. Ach so, okay. Also das Trickrepertoire von diesen Tieren ist oft sehr gering. Also du hast eine, bei Katzen zum Beispiel hast du eine Katze, die kann über eine Straße laufen. Oder die kann auf Kommando irgendwas machen. Und wenn du jetzt eine Katze brauchst, die mehrere Sachen kann, sind das in Wirklichkeit oft mehrere Katzen. Ach so, ich dachte, die haben einfach die eine Kuh genommen für die erste Teilstrecke und die zweite Kuh für die nächste Teilstrecke. Das ist nicht überlegt. Kann auch sein, ja. Aber. Ja, eine kann aus dem Fenster, kann aufs Fenster hochspringen, die andere kann schön miauen und die dritte läuft schön über die Straße. Und rein praktisch, wenn ich jetzt Regisseur wäre und ich würde, ich weiß nicht, was so ein Film kostet, ich schätze schon mal 2 Millionen. Ja. Und da geht es um eine Kuh, würde ich nicht das Risiko eingehen, dass die plötzlich umfällt und tot ist oder was weiß ich, was die alles haben kann, dann würde ich auch schauen, dass ich mehrere Kühe habe. Ja. Mehrere Kühe, die gleich ausschauen. Ja. Zuschauer merkt es eh nicht, den schminkt man halt dann. Genau. Ja, mit Lippenstift und Lidschatten. Ja. Und dann Augenbrauen noch zupfen. Locken, klar. Cool, also ein Mann und seine Kuh. Ja, könntest du den Film empfehlen? Also ich finde es so nett. La Roche. Kuh mit Zungenpiercing. Okay, das ist krass. Die haben ja, wobei die Stiere haben ja Nasen. Ja, da, also okay, ist die eher, haben Piercings. Eher, damit sie unter Kontrolle hast. Ne? Stimmt, früher hat man immer gesagt, wenn eine Frau einen Nasenring hatte, hat man Witze drüber gerissen, ob es ein Stier ist oder sowas. Aber inzwischen hört man das gar nicht mehr. Inzwischen hat man das auch vergessen. Meine Eltern machen noch solche Witze. Mhm. Ja. Aber du hast ja kein Nasenpiercing. Ja. Ach so, über deine über die Schwiegermutter. Also, was? Nicht mehr? Was ist denn das? Nein, es gibt nur eine Merkung. Es gibt Leute, soll ich machen, jetzt nicht lustig, ich bin zu weit. Und meine Familie ist. Tja, dann würde ich sagen, hilfst du dir ein paar Comics auf für die nächste Folge? Ja, mache ich die nächste Woche. Kein Problem. Passt, ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal geht es weiter am nächsten Dienstag. Das sollte sein der, das ist schon Oktober, oder? 2. Oktober? Was ist denn? Hat wer einen Kalender da? Der nächste Dienstag ist. Ja, 2. Also Anfang Oktober, der erste. Ja, 2. Oktober, 19.30 Uhr beim Garib, Westbahnstraße 35a. Wenn Sie dabei sein wollen, einfach herkommen. Ich wollte auch sagen, dass wir ein Konzert spielen. Bitte. In Frankfurt am 7. Oktober um 19 Uhr. 19 Uhr, ja. Wir spielen wie immer ein extrem oder ein sehr sportliches Programm. Mhm. Sehr gut. Und findet man das im Internet schon wo, das Konzert? Das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nicht wo, aber... Doch, es sollte schon sein. Ja, es ist offiziell von... Es ist halt Breitenfurt öffentlich zu erreichen, ist ein bisschen schwierig. Okay. Ja. Es gibt so einen Bus, aber es dauert ein bisschen. Ja, es ist halt Breitenfurt. Und organisiert ihr einen Fanbus für eure Fans aus Lindern? Nein, also wir rechnen damit, dass hauptsächlich Leute aus der Gegend kommen. Ja, das ist mehr so viele Leute, die dort... Das ist wie... Es ist praktisch, wenn wir rumreisen, statt alle unsere Fans in Orbit. Alles klar, macht Sinn. Ja. Na gut, dann vielen Dank und ich würde sagen, wir beenden diesen Podcast. Dennis, ein Schlusswort? Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Es war sehr lecker mal wieder. Genau. Und bestell mir eine Puppenhaus, Alexa. Ja, genau, richtig. Alexa, bestell mir bitte ein Puppenhaus. Alles klar.